scheiß Fledermaus ein. Hallöchen, ihr Lieben, willkommen zurück bei den Junkie Monkeys. Ich bin die Kitty. Und wir machen heute wieder mit unserem kleinen Drachen weiter. Erstmal schön aussehen, ne? Ist natürlich wichtig. Strecken. Jetzt kann das Abenteuer losgehen, würde ich sagen. So, wir haben beim letzten Mal hier die Klippenstadt gemacht und haben die Folge damit ein bisschen überzogen, muss man ja ganz klar sagen. Deswegen machen wir dieses Mal mit den Eishöhlen weiter. Yay, yay, ich hoffe, das war jetzt die richtige. Oder ist das das mit dem Fliegen? Bitte lass das nicht das mit dem Fliegen sein. Gott sei Dank. Puh. Okay. So, ich hab da direkt schon was gesehen. Juhu. Bist du denn für einer? Bist du Yeti? Bist du der Yeti? Wir haben den Yeti gefunden, Leute. Wir haben den Yeti. Was bist du denn für einer? Lauf doch niemals auf den Drachen zu. Schocken Feuer, Leute. Feuer. Hilfe! Ulrich. Sei schön vorsichtig, Kleiner. Warte, bis du so groß bist wie ich, bevor du die großen Gegner angreifst. Jo, Bruder. Alles klar. Die greifen trotzdem schon an. Oh, ich habe heute eine Kette an, das hätte ich nicht machen dürfen. Ah, das hat weh getan. So, Dalle. Jetzt tut das richtig weh. Naja, ich bleibe. Oh, tut das weh. Oh, das hätte ich echt nicht. Oh, ich hab voll auf die Kette gehauen. Guten Tag. Ah. Starker Yeti, ja? Haben wir gerade gesehen. Was ist das? Was bist du? Eine Fledermaus, Alter. Was hast du für eine Nase, ey? Das sind Fledermäuse, glaube ich, ne? Ja, ja, gleich. Ich werde eben kurz was einsagen. Darüber springen wollen? Ja, wir lassen es erstmal. Todor. Nicht Hodor, sondern Todor, ne? Psst, Spyro! Da vorn sind ein paar große Norks, die Rüstungen tragen. In der Eishöhle kann es dadurch ziemlich rutschig werden. Hm. Und jetzt, was heißt das? Übersetzt mir das auch eine? Da hochkommen. Ah. So. Geronimo. Warum sagt man dabei eigentlich Geronimo? Warum sagt man nicht Peter? Ich glaube, ich sage jetzt einfach Kitty oder sowas. Okay, hier ist die mit der. Gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Gefällt mir nicht. Muss ich da jetzt rüber? Nein, muss ich nicht, ne? Wir gehen erstmal hier lang. Guten Tag. Ach du Scheiße.
Das meinte der mit den fetten Rüstungen, okay. So. Ihr geht mir auf den Sack. Danke. Oh mein Gott. Bei dem Feuer, bei dem. Stirb leise, Alter. Meine armen Sparks. Jetzt ist sie schon wieder blau. Zu viel gesoffen hätte. Hat's aber nicht. Ist das jetzt männlich oder weiblich? Nein! Nein! Was passiert? Da war doch Boden. Mami, da sind wir bei der 22. Leck mich am Arsch, ey. Also ja, tatsächlich sind unsere Leben oder beziehungsweise die extra Leben, die wir sammeln können, sehen immer so aus wie so eine von diesen kleinen, also eine diese Statue. So, wir haben jetzt Andor. Danke, dass du mich befreit hast. Er, der zweite, der mal Danke sagt. Wahnsinn. Das ist ein Kinderspiel. Man sollte immer lernen, dass man Danke sagt, ja? Immer für alles Danke sagen, meine Freunde. Danke bringt, Danke und Bitte bringt euch im Leben sehr viel weiter. Wenn man Leute nicht kennt, sieht man sie bitte, ja? Ja, ich weiß das. Ich arbeite im Einzelhandel. Ich werde automatisch immer geduzt. Immer. Ich meine, bei jüngeren Leuten, okay, da verstehe ich es ja vielleicht noch. Aber wenn ich dann von so einem älteren Mann direkt geduzt werde, dann fühle ich mich schon so ein bisschen komisch. Das kann man doch irgendwo nachvollziehen, oder? Hoffe ich doch zumindest. So, komme ich da hoch? Oh, super. Ach, Mann, ey. Scheiß Fledermaus. Ich glaube, das war jetzt Lack, Alter. Ich mag's nicht, wenn man auf mich schießt. Stehe ich nicht drauf. Selber kann ich. War noch irgendwo was? Nee, ne?
Ragnarök. Gut gemacht, Spyro. Einige Drachen dachten ja, du wärst noch nicht bereit, aber ich wusste es besser. Ich bin sowas von bereit. Wofür genau? Ja, wir sind immer bereit. Wir sind immer bereit, ne? Ja, hier geht's nach Hause. Gut zu wissen. Und da. Ach, guck mal hier. Ach, hier sind wir. Alles klar. Asher. Danke für die Rettung, Spyro. Also, wo war ich? Ja, genau. Von wo bin ich eigentlich gekommen? Ich bin hier, wenn ich rein theoretisch dann. Okay. Ach, ich bin von da oben gekommen. Okay, okay. So, jetzt kann ich hier raus. Da muss ich jetzt erstmal den Schlüssel holen. Ne? Gelle. Ich hasse Stufen. Stufen sind für alle Leute behindert. Nicht nur für die Behinderten. Hätten wir das schon mal geklärt. Kitty Croft. So, Delay. Habe ich da richtig im Kopf? Ne, das ist da hinten. Wie soll ich denn da hinkommen? Jetzt sind schon drei. Scheiß Dinger, Alter. Ja, ja, Sparks. Ist klar. Ich find's ja komisch, dass der so einen Wespenstachel haben. 8 Stück, die uns fehlen. Aber wir haben schon mal alle Drachen. Das ist schon mal ein Vorteil. So. Aha! Gefindet. Wir müssen da hinkommen. Kommen wir da hin? Joa. Bleibt uns ja nicht andere übrig, ne? Laufen wir mal zurück. Wow. Ja. Ja. Also, warum sagt man immer Geronimo? Haben wir hier nicht angefangen? Warum ist mir das nicht direkt aufgefallen? Ich bin nicht echt blind. So, und da ist so ein komisches Ding. Ne? Ja, dann versuchen wir nochmal. Yeah! Und da, alles meins. Guck, das sieht jetzt auch.
Ein kleiner Mini-Drache. Süß. So, alles meins. Alles meins. Jo. Oh, ich glaube, wir sind allzu weit gelaufen, oder? Nee. Wir haben 100%. Wir haben alle Edelsteine, alle Drachen, alles. Okay. Alles. So, 2100. Wahnsinn. Okay. Also, was ich natürlich auch ein bisschen cool fände, wäre, wenn man so in der Hauptstadt, also ist ja hier Friedensstifter, ne? Von wo aus man in die anderen Level kommt, wenn da halt angezeigt würde, okay, wir haben erst 3 von, weiß was ich, wie vielen Leveln in der Stadt gemacht oder so. Das wäre natürlich auch ein Ding gewesen, aber ist okay. So. Quasi durch. Es fehlt nur noch Dr. Shen. Aber da wir den im Perfekt machen müssen, damit ich meinen Fähigkeitspunkt kriege, den ich natürlich haben möchte, ne, würde ich sagen, Gesundheit, dass wir den in der nächsten Folge machen. Und ja, damit verabschiede ich mich dann also von euch. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst mich wissen mit einem Daumen nach oben oder einem Kommentar. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, eure Kitty.